behandeln den Bericht. Am Wort ist nun Erwin Angerer von der FPÖ. Gesetz, das im Jahr 2020 beschlossen wurde und österreichische Unternehmen, die in der Krise, vielleicht durch die Krise geschwächt werden, von einer mehrheitlichen Übernahme aus dem Ausland zu schützen. Wir haben bei der Gesetzeswerdung schon zwei wesentliche Punkte kritisiert. Einmal, dass das Gesetz befristet ist mit 31.12.2022, das heißt heuer. Und zweitens, dass unterschieden wird bei Unternehmen, ob 25% Beteiligung stattfindet oder 10% Beteiligung. Da geht es um Unternehmen der öffentlichen Sicherheit, öffentlichen Ordnung, kritischer Infrastruktur, Energieversorgung als Beispiel genannt und die hier geschützt werden sollen. Jetzt haben Sie selbst gesagt, Frau Ministerin, in einem Pressestatement im letzten Jahr, allerdings könnte als Folge der Covid-Krise auch geschwächte österreichische Unternehmen, die in öffentlicher Sicherheit und Ordnung relevanten Bereichen ihr Ziel setzen und arbeiten, Ziel von ausländischen Investoren werden. Jetzt hat sich die Situation ja nicht gerade verbessert durch die Ukraine-Krise, auch durch die Entwicklung auf dem Energiesektor, dass die Preise massiv gestiegen sind. Und erst vor kurzem hat der Präsident der Industriellen Vereinigung, der Georg Knill, gemeint, ich muss in aller Deutlichkeit sagen, die derzeitige Situation gefährdet den Industriestandort. Wenn die Politik nicht gegensteuert, werden wir unsere Industrie in der heutigen Form nicht aufrechterhalten können. Das heißt, die Situation hat sich ja nicht verbessert, sie hat sich ja eher verschlechtert und die Situation ist kritischer geworden. Und jetzt endet dieses Investitionskontrollgesetz mit heurigem Jahr, also mit 31.12.2022. Und wir möchten Ihnen daher die Gelegenheit geben, dieses Gesetz entsprechend anzupassen und die österreichische Industrie, die österreichische Wirtschaft damit zu schützen. Wir bringen daher einen entsprechenden Entschließungsantrag ein, betreffend der Genehmigungspflicht für alle in der Anlage zum Investitionsgesetz aufgelisteten Bereiche unbefristet ab einem Stimmrechtsanteil von 10%. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der eine Genehmigungspflicht gemäß § 2 Investitionskontrollgesetz für alle in Teil 1 und 2 der Anlage zum Investitionskontrollgesetz aufgelisteten Bereiche mit Erreichen oder Überschreiten eines Mindestanteils an Stimmrechten von 10% unbefristet nominiert wird. Ich würde mich wünschen, Frau Ministerin, dass Sie dem näher treten und vielleicht auch heute dazu Stellung nehmen können, warum Sie das gegebenenfalls nicht tun. Dankeschön. Der Antrag ist ausreichend unterstützt, ordnungsgemäß. Das war der Abgeordnete Erwin Angerer von der FPÖ.